Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Runde Grim Dawn. Hier na, zwar noch nicht Ashes of Malmus, aber nah dran. Nein, auch nicht mal annäherungsweise nah dran. Aber mit unserer Necromancerin Alt-Ernie-Linie, die sich ein wenig durch die Reihen schnetzelt hier. Wir sind auf der Suche zum einen nach dem Aufseher und zum anderen auf der Suche nach dem Lehrling von Kasparov, dem Typen aus der Anfangsstadt oder aus dem Anfangsdorf oder was immer das auch ist. Das ist eigentlich ein Gefängnis. Man weiß es nicht ganz genau. Aber auf der Suche sind wir. Und ja, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Nach dem letzten Mal sind alle unsere Gegner natürlich wieder auferstanden. Ist ja klar. Also, Schnauze hier. Hallo, sagte ich Schnauze? Ich glaube, mir war so. Hallo? Warum? Warum zum Teufel? Moment mal. Ah, scheiße. Oh oh, ich habe ein Problem. Ich habe vorhin das Schild gewechselt und er hat mich das auch machen lassen. Yeah. Ihr Lieben, wie weit bin ich vom Aufstieg? Ich probiere das erstmal so, wie ich hier durchkomme. Damit ich dann beim nächsten Mal entsprechend Konstitution draufgeben kann. Weil ansonsten muss ich mir ein anderes Schild besorgen, weil das hier kann ich ja nicht wirklich nutzen, wie zu sehen ist. Das scheint jetzt aktuell kein großes Problem zu sein. Allerdings fehlt mir natürlich auch mein Life. Deshalb hoffe ich, dass ich relativ schnell aufsteige, um dann entsprechend da auch nochmal einen Punkt reinzugeben, in der Hoffnung, dass das dann reicht. Und wir entsprechend genügend Hells haben, dieses Schild zu also Konstitution haben, dieses Schild zu tragen. Jungs, macht euch vom Acker. Hoffe ich zumindest, dass es klappt. Ohne großartige Verluste wäre schon ganz nett. Ach ja, Kultistenbefehle. Lesen wir mal eben, bringen auf jeden Fall EP. Ja. Moment. Stelle die Reni in Devil's Crossing zur Rede. Okay. Dann sollten wir das mal tun. Obwohl, nicht jetzt. Schauen wir uns mal weiter um. Ich möchte gerne aufsteigen, wenn möglich. Das wäre schon ganz nice. Schnauze da drin, ne? Ist schon blöd, wenn man jetzt die Fähigkeit nicht nutzen kann. Ich brauche also Zweihandwaffe oder eben halt eine Waffe und Schwert. Weil das ja die Eigenschaften der Kriegerin sind. Voraussetzungen der Soldatin. Wie immer wir jetzt möchten. Hallo. Ich hoffe mal, das wird bis zum Aufstieg klappen. Bis zum nächsten Aufstieg. Ach, du bleibst mal liegen. Danke. So. 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 Ach, was willst du denn noch? So. Da ist irgendwie eine Höhle oder so drin. Da schauen wir uns mal an. Nee, die muss hier irgendwo sein. Hallo? Nein. Da ist sie. Gucken wir uns mal die Map an. Ach, hier waren wir schon. Also können wir auch wieder rausgehen. Das macht ja keinen Sinn, diese doppelt und dreifach abzumarschieren. Auch wenn es wahrscheinlich wandelnde EP gegeben hätte. Weißt du nur. Aha. Mal gucken, ob das reicht, der Aufstieg. Um dann entsprechend tätig zu werden. Ja, ja, ist ja gut. Ja, komm her. Ist jetzt Ruhe im Kabuff. Kann ja wohl nicht angehen. So. Lasst uns schauen. Nein, das reicht nicht. Verdammte Scheiße. Aber, Moment. Wir haben ja hier Punkte. Wenn ich hier einen reinsetze, hat es funktioniert. Das ist schon mal gut.
so soll es doch sein. Dann haben wir hier aber noch Punkte zu vergeben. Ich gebe wieder einen. Was haben wir hier eigentlich? Er fordert ein Schild. Ja, ist klar. Wird aktiviert, wenn das Leben... Nee, da wollen wir gar nicht hin. Rennende Schmerzgegner zwingt dich keinesfalls zur Aufgabe, sondern... Aha. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. 5%, 16%, 10 Sekunden Aufladung, 8%, 8 Sekunden Dauer von... Ist ja ganz nett, aber ich mag ja dieses... naja, ihr wisst schon. Dieses auf Zufall nicht. Was haben wir hier denn? Da können wir mal die Geistbindung... Ja, ist auch ganz nice. Und dann... ich möchte aber hier und da... Okay. Aha. Warum? Hä? Das aktivieren? Ich glaube doch nicht, oder? Eigentlich nicht. Nein. Das war nicht das, was ich wollte. Okay. Na gut, wir sind jetzt bei 2520, was ich jetzt nicht so schlecht finde. So. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Aber da können wir durch. Gehen wir mal hier lang. Schnauze. Ich sagte, glaube ich, Schnauze. So, dann schauen wir hier mal weiter rüber. Da komme ich nicht durch. Nicht wirklich. Das ist blöd. Da sind noch Gegner. Dann gehen wir erstmal in die Richtung. Mal schauen, was wir noch finden. Hier geht's nicht weiter. Verlassenes Hafengebiet, na sieh an. Dass das hier verlassen ist, kann man so sagen. Abhauen. Ja, mach heute mal auf, finde ich völlig okay. Bin ich total okay, was ihr da treibt, ernsthaft. Okay. Ja, das macht Spaß. Tschüss. So, schauen wir mal weiter. Da ist ein Kistchen. Oh, Alter, die machen aber ganz schön Dampf. Hier in der Klasse. Also beziehungsweise in der Reihenfolge. Ich weiß natürlich nicht. Das ist immer so die Herausforderung. Man weiß nicht, wie sie sie später machen. Ich habe auch vorher noch keinen Necromancer gespielt. Von daher kann ich das gar nicht sagen, wie die sich später machen. Kann auch sein, dass die total kacke sind. So. Man weiß das noch nicht. So. Mitnehmen. Ja, ich nehme aktuell so ziemlich alles mit, was ich mitnehmen kann. Hörst du mal auf? Ja. So. Die Handkanone der Bereitwilligkeit. Da stellt man sich die Frage, wer oder was ist da bereitwillig? So. Und Schnauze. Da ist ein Büchlein. Oh, ihr macht das schon. Finde ich in Ordnung. Schwupp. 150 MP kann man haben. Auf wen oder was? Schießt ihr da? Ihr seht da irgendwas, was ich nicht sehe. Komm mal her.
Ja, das ist in Ordnung so. Dezentes Umschauen hier. Okay. Ja, wir gehen nochmal wieder zurück, würde ich sagen. Kisten können wir uns auch mal angucken. So. So. Hier ist dann noch Ende im Gelände. Da geht es nicht weiter. Da habe ich was liegen lassen. Ipfui, ipfui. Da auch. Kann ich aber nicht angehen. So geht das nicht weiter mit dir. Hallo? Könntest du mal... Ich habe jetzt irgendwie ein Stück Stoff aufgenommen. Ich vermute mal, oder soweit ich mich erinnere, vermuten ist jetzt vielleicht sogar das falsche Wort. Soweit ich mich erinnere... Ach, Schnauze. Sind diese Stoffstücke eine Quest? Ich bin mir... Da ist eine Höhle. Bin mir da jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich meine, das so in Erinnerung zu haben. Ja, ihr Lieben, bevor ich jetzt in diese Höhle hineinsteige und einfach mal schaue, was da unten so los ist, mache ich eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like, ein Abo, wenn ihr mögt. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal bei Grim Dawn, Alt-Anneline unterwegs. Bis dann, tschüss.